Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, wir haben letztes Mal oder die letzten zweimal uns hier eine wunderschöne Webseite zusammengebastelt mit einem Fließtext und sogar einem horizontalen Strich. Wahnsinn, wir sind richtig geil. Und ja, heute möchte ich euch zeigen, wie man Attribute benutzt. Attribute wie zum Beispiel dieses lang hier. Attribute unterscheiden sich hardcore unter den verschiedenen Text, also Text sind die Dinger hier, falls ihr es vergessen habt. Die unterscheiden sich da richtig krass und ja, ein paar Sachen kann man aber immer mal wieder brauchen und zwar Title. So, wir sehen schon, wenn ihr irgendwie nicht sicher seid, ob da irgendwas passiert oder ob es irgendwie passt, dann gebt ihr einfach nach eurem Tag hier einfach ein Leerzeichen ein und habt dann schon eine Auswahl von Sachen, die man alle benutzen kann. Diese Dinger mit den, mit diesen, ja, mit den Dingern hier, da kann man noch nicht so viel damit machen. Das hat dann was mit JavaScript zu tun. Aber solche Sachen, die in blau sind, die haben was mit HTML zu tun und die kann man alle benutzen. Also haufenweise Attribute. Aber ich möchte euch jetzt zeigen den Title. Und wenn ihr jetzt hier Enter drückt, dann wird es schon autovervollständigt. Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Und ja, deswegen auch anfängerfreundlich. Deswegen wunderbar. Okay. Deswegen empfehle ich euch auch diese IDE zu benutzen, weil irgendwie, ja. Okay, Title und jetzt möchte ich hier zum Beispiel reinschreiben, dass es sich um Lorem Ipsum Text handelt. Also Lorem Ipsum. Da braucht ihr euch jetzt nicht irritieren lassen, das ist einfach hier drin steht der Name davon. So, wenn ich das jetzt neu lade, dann ändert sich im Prinzip nicht viel hier von dem ganzen Ding. Nur Folgendes, wenn ich hier drüber fahre, dann steht hier Lorem Ipsum. Und das ist genau das, was ich hatte. Das ist so ein kleiner Tooltip sozusagen, der immer da, wenn ich hier über diesen ganzen Paragraphen fahre, also über dieses Riesenteil, da fahre ich drüber und dann steht hier eine kleine Zusammenfassung. Es handelt sich um Text von Lorem Ipsum. Dann weiß jeder gleich, was gemeint ist. Okay. Ja, aber die Dinger haben natürlich auch noch viel praktischere Sinne. Zum Beispiel ein Link. Wenn ihr irgendwie einen Link darstellen wollt, dann braucht ihr das ja. Ihr wisst ja nicht, wo der hinführen soll. Also sagen wir mal ein Link. Okay, jetzt bin ich verrutscht. So sollte es aussehen. Ein Link kann man darstellen mit A. Und das ist gleich das erste, upsala, was empfohlen wird. Also A. Und der hört hier hinten wieder auf. Also braucht auch was zum Schließen. Und das, was verlinkt wird, also nicht das Ziel, sondern das, was dann nachher blau unterstrichen ist, wo man draufklicken kann, das steht hier drin. Und hier muss jetzt eine Webseite rein. Zum Beispiel können wir Folgendes machen. Wir sagen einfach, okay, wir rufen jetzt hier mal Google auf. Google.ch. Okay, kopieren uns aus dem Browser hier oben diese Adresse und fügen die hier ein. So, jetzt passiert Folgendes, um den ganzen Unterschied mal deutlich zu machen. Wenn ich unsere Webseite neu lade, dann steht hier unten bloß HTTPS Google.ch. Wenn ich drüber fahre, sehe ich aber nichts und wenn ich draufklicke, passiert auch nichts. Das heißt, ich habe es nicht wirklich verlinkt, sondern ich habe nur den Text da reingeschrieben. Es ist noch gar nichts passiert. Das heißt, hier kann ich auch einfach irgendwas anderes reinschreiben, wie zum Beispiel Google. Und um zu sagen, dieser Link zeigt auf Google. Aber ich habe jetzt immer noch keinen Link. Da steht einfach nur Google. Jetzt will ich den Link da tatsächlich mal haben. Und genau das mache ich mit so einem Attribut. Ich mache hier leer. Und dann, die Dinger sind übrigens nach Alphabet geordnet. Deswegen seht ihr hier oben das Access Key immer als erstes. Also nicht wundern, die braucht man nicht als häufigstes, sondern href ist jetzt gerade mal das, was wir für den Link am häufigsten brauchen. Und sagen, okay, wir hätten gerne einen Verweis auf, und hier kommt dann die Webseite rein, die ihr aus dem Browser kopiert habt. Also https google.ch aktuell gerade. Und ja, jetzt gehen wir hier einfach wieder hin. Und jetzt aktualisieren wir das Ganze mal. Und jetzt sehen wir, das Ganze zeigt Google, aber ist endlich mal blau unterstrichen und auch blau markiert. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann lädt unsere Webseite und wir befinden uns auf Google. Das ist ganz wichtig, vor allem wenn ihr innerhalb eurer Webseite, ich habe euch ja schon erklärt, eine Webseite besteht aus vielen verschiedenen HTML-Dateien. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich irgendwann mal einen Link auf zum Beispiel euer Home-Fenster haben oder sowas. Und dazu braucht ihr dieses A mit dem href. So, jetzt nehmen wir mal an, ihr wollt ein Bild auf eure Webseite bringen, denn Websites ohne Bilder sind ein bisschen arg ärmlich, nur aus Text und ja, grau halt oder eher weiß und schwarz.
Und dazu ladet ihr halt ein Bild von irgendeiner Webseite runter oder am besten macht ihr einen selbst, denn ihr müsst wahnsinnig aufpassen, was Copyright und so weiter angeht, aber ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh dafür. Und ihr wollt es jetzt hier einfügen. Dann braucht ihr zunächst einmal ein Bild im Internet, sagen wir mal. Ihr holt es einfach aus dem Internet. Und dann wollt ihr das hier einfügen. Das heißt, ihr geht her und macht hier Rechtsklick drauf und dann entweder vorhandene Datei hinzufügen, dann ist es woanders gelagert, das heißt, ihr könnt auch woanders speichern, oder was sinnvoller ist, damit ihr alles wirklich auf einem Haufen habt, macht ihr im Datei Explorer Anzeigen und dann kommt sowas bei raus. Und ja, jetzt könnt ihr euer Bild, was ihr, also ihr könnt es genau hierher speichern oder ihr speichert es woanders und kopiert es dann rein, das mache ich jetzt mal. Und dann haben wir hier ein Bild drin, das ist aktuell ein Poro von League of Legends. Für die Leute, die kein LoL spielen, es ist nicht wichtig, es hat auch keinerlei Zusammenhang oder sowas. Man darf nur die Sachen von LoL benutzen und in seinen Videos einbauen, ohne dass man da irgendwie Probleme mit Rechten oder sowas hat. Deswegen benutze ich die Sachen eigentlich ganz gerne. Ja, gut. Und jetzt wollen wir dieses Bild hier einbauen. Das heißt, wir ziehen das jetzt einfach mal hierher und sagen Plus. Beziehungsweise, wenn es das gerade nicht machen möchte, dann machen wir hier aktualisieren und dann ist es drin. So, und jetzt haben wir hier alles, was wir brauchen. Jetzt wollen wir das Bild einfügen. Und das Bild einfügen, da gibt es einen eigenen Befehl oder einen eigenen Tag dafür. Das tun wir mit img. img und ja, wir brauchen für ein Bild, was wir einfügen, auch keinen Schlusstag, sowas hier. Denn es gibt ja entweder das Bild und wir tippen nichts dazwischen noch ein irgendwie. Deswegen brauchen wir hier in diesem Bild keinen Schlusstag, aber wir brauchen, was wir hier haben. Missing required attribute heißt so viel wie, wir brauchen noch ein Standardattribut, was immer angegeben werden muss, und zwar src und alt. Und das bedeutet, wir müssen hier hinten dran src eingeben und alt. So. Kommen wir zum einen und zum anderen. SRC, must have a value, ist okay. SRC deutet sozusagen einfach auf dieses Bild drauf. Das heißt, es ist ein Verweis und bindet das Bild ein. Also tengma.png. Einfach genau abtippen, was hier steht. So, und hier bei alt habt ihr sozusagen die Alternative, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann, wenn zum Beispiel jemand eingestellt hat im Browser, er möchte gerne keine Bilder laden. Das gibt's alles, gibt solche Leute. Und wenn man zum Beispiel nur Handynetz hat und sein Volumen schon aufgebraucht ist, dann macht das durchaus Sinn. Jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, alt ist dann, was wir anzeigen wollen. Zum Beispiel, schalte deine Bilder an. Also, schalte deine Bilder an. Gut. Okay, so, wenn wir das jetzt starten, dann passiert Folgendes. Wir haben die Webseite hier, wir laden neu und dann haben wir hier dieses Poro-Teilchen und es wurde angezeigt. Das heißt, ich kann euch nicht wirklich zeigen, was passiert, wenn das andere nicht passiert, wenn das andere nicht angezeigt werden kann, aber dann steht einfach dieser Text da, schalte deine Bilder an. Das ist alles. Okay, und jetzt können wir hier hinten dran auch noch, wenn wir wollen, die Höhe und Breite angeben mit Width und hier hinten dran eine Zahl, wie groß das Ganze sein soll. Also zum Beispiel 400 und eine Höhe von, keine Ahnung, auch 400. Ich glaube, das ganze Ding ist ziemlich quadratisch gewesen. Und jetzt laden wir einfach nochmal neu und schauen mal, ja. Aber ihr müsst aufpassen, wenn die Bilder groß gezogen werden, dann verpixeln die so ein bisschen. Und das sieht man auch, sieht schon relativ matschig aus. Wenn man einfach keine Width und keine Breite und keine Höhe, ich kann es nicht richtig aussprechen, angibt, dann wird einfach die Größe genommen, die von dem Bild standardmäßig drin ist. Kleiner machen ist kein Problem, kann man jederzeit machen, sieht auch eigentlich immer gut aus, also da gibt es keine Probleme. Nur größer machen, wie gesagt, dann leidet die Qualität drunter. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch eine spezielle Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sagen wir einfach mal, wir hätten hier diesen Titel, hätten wir noch gerne einen Anführungsstrich drin. Und zwar sowas hier. Also, wir hätten gerne Lorem named Ipsum. Und jetzt sehen wir, wir haben ein Problem, denn wir können, also wir sehen es gleich, weil es rot unterklingelt ist, unknown attribute named, wir können nicht einfach hier ein Anführungsstrichle benutzen, weil
wir hier vorne schon eins machen. Das heißt, dieses Anführungsstrichle sagt an, dass hier der Textbereich vom Titel zu Ende ist. Ja, aber wie machen wir das dann? Naja, ganz einfach, wir benutzen das andere. Das findet ihr, wenn ihr Shift drückt und direkt neben dem Enter, da wo der Hashtag ist, unter Großschreibung. Das ist sozusagen das alternative Anführungsstrichle. Ja, das kann man auch benutzen, wenn man das dringend braucht. Oder man macht es genau umgekehrt. Man nimmt hier das Doppelte und hier das Einfache. So. Und so geht es auch. So kann man es anzeigen lassen. Ja, ist einfach nur ein kleines Gimmick sozusagen. Und das war's für heute. Ja, und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.